Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Dem, keine Ahnung, wievielten Teil. Es müsste aber jetzt schon irgendwie so, ja, um die 55, der um, ja, irgendwie so bei 55 Teilen habe ich jetzt gemacht. Der Kanal heißt The Northern Way of Life, auch einfach liebevoll Nördern genannt. Und ich bin der Digiheld, der gerade aufstoßen musste. Toll, total lecker und ich weiß. Ja. Ja. Wir hatten einiges vor. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt kurz vorm Ziel bin ich doch mal auf den blöden Gedanken gekommen. Ich habe ja noch hier so ein paar andere. Ich habe noch solche Sachen hier. Das sind so Befreiungsquests. Hat mir ein Kollege erzählt und deswegen hier auch noch. Ja, da wollte ich mal so gucken, ob man da vielleicht auch irgendwann mal hinkommen könnte wieder. Aber jetzt erstmal geht's doch weiter straight, ne? Ja, zu dem Kaff da. Ist ja schon markiert. Muss ich nur noch das Pferd rufen. Da ist es auch schon. Wieder vergeblich versuchen, da hochzukommen, um dann erstaunt festzustellen, dass es diesmal klappt. Ja. Dann gehen wir wieder runter. Dann meditieren wir erstmal eine Runde, um die Tränke wieder aufzufüllen. Na. Ach so, und dann sollten wir vielleicht sowieso mal bis um 8. So, dann habe ich auch wieder drei Schwalbe. Und dann müsste ich eigentlich theoretisch gleich wieder ins Menü zurückgehen. Dann müsste ich ja theoretisch auch noch das andere Zeugs haben. Na, was ist das hier? Geistöl, Nikophagenöl, Verfluchtenöl. Ist jetzt alles wieder aufgefüllt, wenn ich mich irre. Und dann suche ich noch dieses Zeug, was mir hier mein Kollege Geistressenz empfohlen hat. Fünfte Essenz, ach, es ist ja. Da muss ich mal wieder in die Alchemie wechseln, damit ich überhaupt mal gucken kann, wie das überhaupt aussieht. Das Donner. Grüne Pflanze, grüne Flasche. Da ist es doch. Was ist das? Waldkauz. Ach ja, genau. Tja. Erstmal werde ich mich mal hochheilen. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass ich das habe. Los, lauf! Hauen wir uns das mal so den Honig in den Kopf. Oh, was ist das denn? Und schon wieder sind wir fast vorbeigelaufen. Diamantenstaub. Spaltbolzen. Das ist bestimmt gut für die Armbrust. Manuskriptseite. Goldener Pirol. Ein Runensteinchen. Zoria. Runenstein. Und, genau, dann müssen wir mal wieder ins Menü. Dieser Runenstein ist natürlich sehr cool. Ha, das ist auch mein erster, wie ich gerade sehe. Mit Runensteinen kannst du deine Waffen aufwerten. Geh zum Ausrüstungsfilter im Inventar und wähle mit L einen Runenstein aus. Zack. A. Wähle eine Waffe aus und drücke dann A, um sie zu verbessern. Toll. Was habe ich denn jetzt für einen Runenstein? Super. Das hätte ich vielleicht vorher nochmal gucken sollen. Was kann denn der Runenstein? Runenstein.
wird in einer freien Fassung des Schwertes platziert und bla bla. 3% Chance auf Einfrieren. Hm. Tja. Ach, packen wir den ins Monster. Ja, in den Monster schlechter. So. Ich bin auch schon irgendwie da. Aber ich sollte vielleicht weiter runter gehen? Oder wie soll ich das hier interpretieren? Das habe ich jetzt leer geräumt. Das kann also nicht das Ziel sein. Ah ja. Ja, ja, ich komme ja schon. Alte Hexe. Können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Genau. Na los! Ach. Vella Glan. Aha. Das war das so ein Lichtzauber. Bolzen. Jetzt geht's aber los hier. Verbrestetes Hybridenöl. Maribor-Schwert. Axtkämpferhose. Meine Fresse. Da muss ich doch glatt nochmal ins Menü. Gucken, was ich da jetzt so Schönes gefunden habe. Ah, das ist aber dieses Maribor-Schwert. Das ist aber jetzt nicht so toll. Und die kann jetzt, nein. Nein. Na, wo ist die Hose? Da. Durchbohrungsschaden 2%. Ja, also die Holzfällerhose, die Axtkämpferhose, Holzfällerhose, die kann alles ein bisschen besser. Nehmen wir das doch mal mit. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ja, gut, dass ich eine Stoppuhr habe. Ich sollte die vielleicht auch ab und zu mal benutzen. So, speichern wir mal ab. Quende. Nee, nix Quen. Axi. Ich habe aus Versehen Axi geskillt und bin damit eigentlich höchst zufrieden. Stufe 4. Der blöd Mann mich erwischt. Oh. Ja, hast du Probleme oder was?
Monsterhaar. Den kriege ich wohl nicht gelootet. Tja, dann gehen wir mal da runter. Das wird bestimmt toll. Oh, gucken wir mal, ob das wirklich so toll wird. Und dann sind wir wieder der Oberfläche. Oh, es war dunkel hier. Was haben wir gegen Dunkelheit? Eine Armbrust. Genau. Ja, im Dauerfeuer. Und ein Axi-Zeichen. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen die Bombe. Nein, wir wollen die Fackel. Ja, aus der Absicht, dass ich jetzt nochmal schnell... Ja... auf Kommando. Ist auch noch einer. Da war doch noch ein anderer Weg, oder? Wo führt uns der denn hin? Aber versuchen den mit Art wegzubürsten. Sogar funktioniert. Man sollte es nicht so... Oh! Nebellinge. Da, auf den Schrecken muss ich erstmal einen Honigwabe schlucken. Inventar, Nebellinge. Bestial, du musst ja irgendwie auch mal wissen, gegen was man da kämpft. Alter, wo bist du da? Was sind das überhaupt? Hybriden vielleicht? Nein, Fragen. Agude, Krunkene, Gude, Nebellinge, tatsächlich. Wenn einem im Sumpf die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in egelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche niemals, darauf zuhalten. Johannes Strutt, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren, auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Nebellinge bekannt sind und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Diese Kreaturen besitzen so kräftige Arme und Klauen wie sirikanische Kinjals, doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie so gefährlich macht. Oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinken ab. Was zum Teufel sind Kinjals? Das macht mir jetzt aber Angst. Weil Kinjals, das ist ja unglaublich. Ne? Kinjals. Oh. So, und gegen was haben die jetzt irgendwie? Monsterstaub? Okay. Mondstaub? Die Bombe muss ich mir auch mal irgendwie besorgen. Die wirkt irgendwie gegen so ziemlich alle von denen. Nekrophagenöl und Quen. So, Nekrophagenöl habe ich eigentlich noch drauf, ne? Nö, kein Nekrophagenöl. Ja, was soll denn das? Wieso hat der Mann denn kein Nekrophagenöl auf seine Klinge geschmiert? So. Aber was auch gut ist, hier liegen noch seine Gedärme rum. Monsterhirn und Nebellingmutagen? Boah. Dann gehen wir mal wieder ins Inventar und dann gucken wir doch mal, was wir da Schönes gefunden haben. Ein Mutagen. Finden wir nicht hier. Finden wir hier. Warum das jetzt hier ist? Naja, gut, halt ich mir nicht.
Handwerk. 5% Zeichenidentität. Das kann man natürlich benutzen. Ich gehe mal zum Spaß auf Charakter. Das könnte ich ja jetzt hier. Ich habe schon zwei grüne. Greifmutter gehen. 50% Vitalität. Ja, ja, gut. Tja, ich habe jetzt zwei rote und einen blauen. Und ich habe, ja, ich habe noch zwei grüne Mutagene. Tja, ich glaube, da bleibe ich erstmal bei. Huch, was war das? Der hat doch abgespeichert. Das sieht irgendwie durch das Fackellicht schon sehr plastisch aus, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch hier so blöde rumrennen, aber das... Das kann ich mir auch für den Rückweg aufbewahren. Also scheinbar... Ist hier nichts weit... Ach, da! Ah ja, der ist dieser Nebel da könnte voller Nebellinge sein. Vielleicht ist bei... Ach, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wo ist denn das? Da, magische Falle. Ne, jetzt hier bin ich falsch. Bestialium. Nekrophagen. Ah, du bist doch hässlich. Nebelinge. Die sind Gegners Zeichen. Quen. Empfindlich. Quen ist ja Schutzschild. Wieso sind die gegen Schutzschild empfindlich? Das hat gar keinen Sinn. So, das sind aber Ertrunkene, oder? Ah! Unnötig. Ah, fuck! Das darf doch nicht wahr sein. Das ist immer diese dieses Einspielen. Das muss mich immer erstmal einspielen. Ja, den einen habe ich ja ziemlich gut fertig gemacht. Das war ja auch so geplant. Aber den anderen, da habe ich mich wirklich wieder total bescheuert angestellt. Anscheinend muss ich auch die Fackel wegpacken. Na nu, hatte ich das Skelett vorher auch schon? Oliven. Ich komme jetzt hierher, ne? Ja. Oh Mann. Das war jetzt ziemlich blöd. Das wollte ich auch gar nicht. Och Gottchen, das ist die Tasse zum Wegstecken. Also selber brauchst du jetzt auch nicht so nah rangehen. Ja. Oh Gott, es... Oh,
da kommt der von da oben. Meine Fresse, war das schlecht. Ist hier vielleicht noch was anderes abzugrasen? Sagen denn die Hexersinne? Achso. Oh, Scheiße. Och, nö. Wegen der Fackel. Oh, das ist doch jetzt nicht passiert, oder? Ich habe nicht abgespeichert, ey. Oh. Oh nö. Das war jetzt aber dämlich. Das letzte Mal, als ich halt gespielt habe, habe ich so viel mit Parieren machen können. Und jetzt gar nicht. Ich muss die ganze Strecke nochmal jetzt irgendwie. Na nu. Jetzt renne ich schon wieder zurück, oder was? Schade. Mann, jetzt sehe ich nichts. Ich will nicht den anderen Kasper im Rücken haben. Ein bisschen Dörrobst. Chance nutzen. Das ist halt noch der andere gewesen. Das anzünden, ja. Verdammt, den wollte ich. Ich wollte ihn auch einfach nur looten hier. Er wollte aber nicht, dass ich ihn loote. So, ein Vogel ist er noch. Kasper da oben rum. Ziemlich schnell sogar. Ja. Na, wenn. Ach, da ist auch noch einer. Noch ganz gut davon gekommen, würde ich sagen. Ah, jetzt kann ich ihn doch looten. Machen wir das. Keine Hektik aufkommen lassen. Gera. Gera. So, jetzt können wir hier nochmal runter uns den letzten Vogel schnappen. Gera. Na, komm schon.
Achso, ich dachte, das ist noch einer. Was? Es waren zwei. Hä? Seltsam. Das ist doch der Weg, wo ich herkam, oder? Bis jetzt ist noch ein anderer. Weltkarte? Ein Nebeling. Tja, das war ein Nebeling. Und das ist eine andere Stelle, möchte ich meinen. Tja. Wie es weitergeht. Na, das weißt du schon. Siehst du halt im nächsten Teil. Ach du Scheiße, ne. Wenn es wieder heißt, der Digi-Held und The Witcher. Ein Team. Unglaublich effizient und so. Genau. Tschüss.